So, na gut, jetzt hätte ich eigentlich erstmal hier vielleicht die Getränke mit aufnehmen sollen, egal. So, willkommen zu einer neuen Folge Ramses Kitchen. Wir sind immer noch in Nürnberg und wir haben jetzt hier einen Burgerladen gefunden. Das seht ihr hier oben, ne? Plain Vanilla, fresh tasty, handmade with love. Burgers, handmade Burgers. Wir haben uns jetzt einen Platz hier drüben gesucht. Ich werde mal fix bestellen. Mal gucken wegen Getränken, wegen Essen. Dann zeige ich euch natürlich, was es hier Leckeres gibt. Wir müssen uns nämlich gerade registrieren. Der Herr steht da. Ich laufe mal kurz rüber. Hier ist noch eine Pflanze. So, wir sitzen jetzt hier ganz gemütlich. Ich bin schon gespannt wie ein Schnitzel oder wie ein Bier oder wie ein Burger, wie auch immer. Guckt euch nochmal die Pflanze an. Ist das nicht herrlich, wenn ihr hier sitzt und habt dann einfach noch so eine Pflanze da in euch drin. Falls euch ein bisschen Salat auf dem Burger fehlt, könnt ihr den draufpacken. Das ist also Plain Vanilla, ja. Plain? 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 Das sieht man auch hier. Plain, Plain Vanilla. Und ich habe jetzt erstmal gesagt, ich habe gesehen, hier gibt es Bier in der Karte. Hier gibt es dieses Landwehrbräu als helles, als dunkles und als rotfränkisch. Und was hat der Ramses genommen? Erstmal ein rotfränkisches, ja, zum Probieren. Hat gesagt, da hätte ich aber gerne noch ein dunkles dazu. Ja, soll ich es nacheinander bringen? Direkt gleich? Ja, machen wir gleich. Und dann bin ich nochmal los, gepirscht und habe gesagt, ach, machen Sie noch ein helles dazu am besten. Weil ich habe dann erst gesehen, das ist ja eh nur 0,33. Das ist also nicht so viel, da kann man ruhig mal drei trinken, ja. Das ist also dann 0,99. Dann haben wir gesehen, hier gibt es also Hamburger, Cheeseburger, Bacon Cheeseburger, Chili Cheese Bacon Burger, Salsa Burger, Egg Burger, Mushroom Burger, damit ihr richtig fett high werdet und stoned, Veggie Burger, Halloumi Burger, Fries, Cheese Fries, Chili Cheese Fries, Sweet Potato Fries, grüner Salat, Krautsalat, Couscous Salat, Kichererbsensalat und Dessert. Jetzt hat Pupsi gesagt, sie nehmen den Chili Cheese Bacon Burger, den wollte ich aber auch, mit Rindfleisch Patty, Bacon, Käse, Tomatensalat, glasierten Zwiebeln, Jalapenos, Chili Sauce und Mayo. Haben also zweimal den Chili Cheese Bacon Burger genommen und dazu einmal Chili Cheese Fries. Fries mit Chili con Carne, Jalapenos und Käsesoße aus Bergkäse, Cheddar, Grana Padano, Gouda und zusätzlich Krautsalat. Hätte ich jetzt nicht genommen, aber Pupsi wollte den, also haben wir den Krautsalat auch noch dazu genommen. Handgemachter fränkischer Krautsalat und handgemachtes fränkisches Bier und das ziehen wir uns jetzt gleich mal rein. Wenn der Burger da ist, werden wir den Burger zeigen, werden die Fries zeigen, werden den Krautsalat zeigen. Das ist bestimmt der interessanteste, ne? Obwohl, hier steht ja schon einer. So, ich habe die Biers jetzt mal geordnet nach Alkoholgehalt. Das hat 4,8, das hat 4,9 und das hat 5,2. Die werden wir jetzt mal probieren. Pupsi hat auch gerade probiert. Wie fandest du das rotfränkisch? Ganz gut. Warum ist das voll niedrig hier? Jetzt muss ich mich hier, zack, Moment. Nein, ich lasse es einfach so stehen. Ah. Traditionelles fränkisches Rotbier. Ja, ich kenne Rootbier, aber das ist Rotbier. Müsste man eigentlich mal auf den Tisch kippen, um zu gucken, welche Farbe das hat, ob das wirklich rot ist. Wie fandest du das helle? Mit 4,9, besser oder schlechter? Ich fand es leichter irgendwie. Leichter, mit mehr Promille, das müsst ihr euch mal vorstellen. Aber ist ja hell, hell ist leicht, ne? Dunkel liegt schwer im Magen, weiß man ja. Ja, leichter. Mehr fällt mir dazu auch nicht ein. Und dann haben wir noch das Landwehrbräu Dunkel. Mit 5,2, das ist das Stärkste. Und das fandest du wie? Ja, das fand ich auch wieder stärker. Also stärker, das Stärkere war stärker. Ja, alles, was halt dunkel ist, ist halt. Sitzt halt, ne? Helles, das ist immer hier oben und dunkles ist immer so hier unten. Das husch, klumpt im Sack, ne? Hätten sie jetzt gesagt bei Badesalz. Ich glaube, ich finde sogar das hier das Beste. Malzaromatisch, dunkel, Landwehrbräu mit 5,2, weil das helle ist mir zu leicht, das rotfränkisch wiegt mir zu sehr auf, aber das altfränkisch dunkel ist irgendwo so in der Mitte, ja, das geht ja genau bis hierhin, da fühlst du dich nicht ertrunken und nicht zu nackt aus dem Wasser raus, vergleich's mit dem Schwimmbecken.
So, das Essen ist jetzt da. Richtig freundliche Bedienung auf jeden Fall. Richtig cooler Dude, ne? Wenn ihr mal hier in Nürnberg seid, geht auch mal zum Plain Vanilla. Mal gucken, ob ich das irgendwie verlinken kann oder so. Oder wenigstens hier Internetseite, Facebook-Seite, irgendwas verlinken. Sonst wie. Hier habt ihr jetzt den Burger von Pupsi. Das ist der Chili Cheese Bacon Burger mit Krautsalat. Das sind die Chili Cheese Fries und ein Chili Cheese Bacon Burger. Das ist eigentlich richtig cool gemacht, wie man sieht. Den habt ihr hier nämlich in so einem Papier und könnt den direkt so essen. Ihr seht hier auf jeden Fall den Bacon an der Seite. Ihr seht die Jalapenos, ihr seht da so ein bisschen Chili-Soße drauf. Ihr seht das Fleisch, ihr seht das Kraut, ach, den Salat. Ihr seht also eigentlich alles. Ist eigentlich auch schön angerichtet, auch auf so einem Tablett dazu mit diesem Papier drauf. Eine Gabel gibt's, dass ihr euch hier nicht vollsaut, denn der ist ja eigentlich eingepackt, dass man den schön anfassen kann. Finde ich auf jeden Fall sehr schön angerichtet. Auch hier, wenn man nochmal Servietten braucht oder irgendwas, hat man noch eine Serviettenbox. Hier ist nochmal eine Pflanze, aber unsere Top-Pflanze ist immer noch die hier. Top? Topf? Nicht Topf. Die, nicht Top-Pflanze, die Top-Pflanze. Was denn? Schmeckt's? Übelst gut. So, ich muss euch mal abstellen, dann kann ich auch mal reinbeißen. So, ich nehme jetzt erstmal hier hinten einfach so eine Pommes raus, ne? Da ist jetzt ein bisschen Käse und Chili-Soße drauf, also was Weißes und was Rotes. Sind auf jeden Fall sehr knusprig, richtig crunchy. Die schmecken irgendwie wie Plätzchen so. Mich erinnert es gerade an die Weihnachtsbäckerei. Ist ein bisschen ungewöhnlich, bei uns schmecken die Pommes immer komplett anders. Aber ist jetzt auch nicht schlimm, finde ich. Ist auf jeden Fall ein interessanter Geschmack. Jetzt sehen wir hier auch mal so eine Jalapeno raus. Ja, die knallt auf jeden Fall auch richtig rein. Hier sind noch bei den Chili Cheese Fries. Ist hier so, soll es gehacktes sein? Ist das irgendwas anderes? Ja, das ist wie bei einer Bolognese. Sind da noch so gerupfte, gehackte Stücke, die da rumfliegen. Fängt es an zu regnen? Nein! Ja, müssen wir schnell essen. Nehmen noch mal hier hinten was raus. Noch mal mit der Soße. Mm. Also eigentlich egal, wo ich hingehe, egal, wo ich was essen will oder so, ich nehme meistens Chili Cheese Fries dazu, weil der Name interessant ist, aber irgendwie werde ich immer enttäuscht von Chili Cheese Fries. Hier gar nicht. Hier finde ich die super kross. Diese Soßen dazu, dieses Gehackte dazu kenne ich so auch nicht. Sonst packen sie da ein paar Jalapenos drauf und das war's. Jetzt müssen wir natürlich noch den Burger probieren, der ja so super aussieht. Guckt euch diesen Chili Cheese Bacon Burger an. Bevor du den Burger probierst, probier lieber meinen Krautsalat, weil der Burger ist echt scharf und das macht dann bestimmt den Krautsalat. Also da merkst du das nicht mehr. Auch diese Kombination mit Bacon da dabei. Ich meine, Chili Cheese Burger hauen sie dir ja überall hinterher. Aber Chili Cheese Bacon habe ich auch noch nirgendwo gesehen. Ja. Probieren wir mal Pupsis Krautsalat. Die Tomaten isst sie eh wieder nicht, die kann ich dann essen, das weiß ich jetzt schon. Ja, der schmeckt schön frisch. Hätte ich jetzt auch gern einen zum Neutralisieren von dem scharfen Burger, ja. Jetzt wollen wir aber trotzdem mal in den Burger reinbeißen. Gucken, ist der scharf, ist der nicht scharf, ne. Pupsi hat ja dazu gesagt, extra scharf. Er hat gesagt, jo, wir haben da so eine Einheitsschärfe, die wir dran packen. Also probieren wir mal. Mmh. Ein ganzer Baconstreifen hat sich aus der hinteren Ecke mit rausgezogen, mit in den Mund rein. Ich merke jetzt scharf, ich merke salzig, ich merke fettig, ich merke fleischig, ich merke im Prinzip alles gleichzeitig. Kenne ich bisher so nicht, wie gesagt. Bacon war da sonst nie drauf, die anderen immer nur Chili Cheese. Chili Cheese Bacon zu diesem ganzen Schaf und Käsing noch so eine salzige Variante mit dazu. Noch ein salziger Geschmack. Mmh.
Richtig toller Burger. Richtig tolle Pommes. Vor allem sonst beißt du irgendwo rein, alles fällt raus an jeder Ecke. Ich finde das auch cool mit diesem Papier, dass du das wirklich dann hast wie einen Döner. Da reinbeißt, dass alles irgendwie doch ein bisschen zusammenhält. Ich merke auch die Schärfe. Ich merke die knusprigen Pommes, ich merke das Salz, ich merke den salzigen Bacon, ich merke die Jalapenos, ich merke das Gehacktes. Du schmeckst wirklich alles raus, diese glasierten Zwiebeln sind drauf, machen das Ganze trotzdem noch ein bisschen saftig auch. Muss ich sagen, finde ich sehr gut. Schmeckt auf jeden Fall. Hat sich gelohnt, hierher zu gehen. Ist, weiß ich nicht, ist der beste Chili Cheeseburger, den ich bisher gegessen habe, weil er eben noch Bacon mit drauf hat, muss ich sagen. Wenn ihr mal hier seid, kommt mal vorbei. Check das mal aus, Plain Vanilla. Und ich würde jetzt auch nicht sagen, es ist zu scharf, ne? Ihr wisst, ich esse gerne scharf, aber es ist auf jeden Fall richtig angenehm und schön würzig. Hat auf jeden Fall ordentlich einen Bums. Pupsi ist auch zufrieden, wie ich das gehört habe. Ich finde es ganz schön scharf. Sie findet es ganz schön scharf. Na, dann wisst ihr ja Bescheid, ne? Aber so haben wir es bestellt. So haben wir es bestellt. Also alles richtig gemacht, Grüße gehen raus. Das war's von hier. Mal gucken, was wir die Tage noch so essen. Ob wir noch irgendwas Interessantes finden. Ansonsten prügel ich mir noch hier meine 3 Bier rein, esse meinen Burger, esse meine Pommes, probier nochmal den Krautsalat, gebe Pupsi noch ein paar Pommes ab. Aber es schmeckt verdammt gut. Das Ambiente, alles gefällt hier. Wunderbar, du hast ja auch deine Ruhe. Eben als es geregnet hat, merkst du auch nichts. Ist ja hier ein Dach über dem Kopf, ne? Beste. So, das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut, euer Ramses. Tschüss. Und nochmal in den Burger.